Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen auf Kobo umgeschaut, haben uns mit einem Rancor gepürelt und den auch erledigt bekommen. Geil, ne? So. Ich habe beim letzten Mal festgestellt, lass meine ganzen Sachen hier entfernen. Alle Pins entfernen bitte, danke. Ich habe beim letzten Mal festgestellt, wir haben eine Menge von Kobo erkundet, aber hier sind auch eine Menge Sachen, die uns noch fehlen. Ne? Oh, guck mal hier. Aber viele Sachen kann ich nicht mehr machen. Ne? Hier ist noch irgendwie was anscheinend, ne? Aber was soll's. Ne? Ne, da ist der Boss, das ist der Octobokto. Das ist auch eins der wenigen Sachen, die wir hier noch machen können. Ne? Wir können gegen den Octobokto kämpfen, aber der macht mich fertig, deswegen gehen wir da nicht hin. Und ja, ich kam zu dem Schluss, wir sind erstmal hier fertig. Wir haben so viel hier rausgequetscht wie möglich. Hier kann man auch noch hin, aber da ist irgendwie so eine Barriere, wo ich nicht vorbei kann. Von daher, ja, machen wir heute eine Story weiter und gehen zu dem Planeten Jeda. Ich überlebe gerade, ob das irgendwie ein Planet aus dem ersten Teil ist, weil der Name klingt irgendwie bekannt. Ich habe mein Aussehen übrigens ein bisschen geändert. Ne? Ich sehe jetzt aus wie so ein Wikinger. Ne? Das ist doch mal geil, oder? Und ja, ich überlege die ganze Zeit, ob Jeda dieser Planet ist, wo mein Lichtschwert geht voll hier durch meinen Rock. Wo diese Jedi-Akademie war, dieser Schneeplanet aus dem ersten Teil. Weil irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, Jeda. Weil da sollen wir nicht als nächstes hin, weil es hier da ist, ne? Hier diese eine Kollegin hier aus dem ersten Teil, ne? Und ich weiß nicht mehr, warum wir die nochmal sehen müssen. Aber wir suchen die mal, ne? Und dann gucken wir mal, was uns auf den nächsten Planeten erwartet, ne? Können wir eigentlich einen Tapetenwechsel? Ich meine, wir können nicht zurück nach Coruscant. Noch nicht, ne? Aber bestimmt irgendwann mal, ne? Ich meine, irgendwo hat man auch. Irgendwie habe ich, glaube ich, hier so gesehen, ne? Wenn ich dort bis der Datenbank vielleicht. Coruscant 92%. Oh, vielleicht kann ich da doch nicht mehr zurück. Aber da waren noch einige Sachen, wo ich noch nicht hin konnte. Ne, ich meine, ich habe die Karte ja mal gesehen und da war irgendwie mal ein, zwei Türen und so, wo ich nicht hin konnte, zurück, ne? Ich nehme an, da kann man irgendwann nochmal zurück. Aber im Moment nicht, ne? Jo, dann gehen wir nach Jeda, 0% erkunden. Das ist definitiv nicht der Schneeplanet. Triff dich mit Sia auf Jeda. Puh. Nein. Ja, und dann gehen wir mal dahin. Wir sind hier schon voll Kampf abgehärtet, ne? Ah, sieht man hier gleich irgendwann Planeten, ich weiß nicht. Ja, dann gehen wir mal dahin, ne? Auf nach Jeddah. Ich habe mal den Sound ein bisschen höher gemacht vom Spiel. Sich bestimmt gut an, so langer Zeit wieder. Mir ist irgendwie aufgefallen, die Spiele sind irgendwie relativ leise. Ich war noch nie auf Jeddah. Das ist immer so ein Problem, ne? Nein, ich habe gehört, Ziel ist cool. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist sehr. Ich habe unseren Besuch angewendet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Hey, Karl, schau auf den Holoprojektor. Wir haben einen Anruf von Jeddah. Jetzt bin ich gerade wieder zurück. Ich weiß nämlich nicht, wie er immer mit dem Sound ist. Ist das der Holoprojektor? Ne, hier, ne? Weil ich finde mal, das ist ein bisschen leise, aber dann, sobald irgendwie die Action irgendwie so abgeht, dann ist es wieder voll zu laut. Ne? Ich tue jetzt hier mal ein paar Tier experimentieren. Dann gucken wir mal, wie das hier abläuft. Ne? Müsste eigentlich nur okay sein. Es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist sie ja da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickt dir jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Oh, Imperialen. Danke für die Warnung. Keine Druiden mehr, jetzt kommen wieder Imperial. Gucken, wie ich mich gegen die schlage, ne? Obwohl er mal ja schon bekämpft. Die sind mir echt unheimlich. Er sagt, für da war jemand, den wir kannten. Ist das diese Hexe gewesen? Die Stimme kam mir so bekannt vor. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft.
Aber schau. Okay. Der Name kommt mir bekannt vor von dem Planeten. Jedi. Und das hat dieser eine Planet mit den ganzen, mit diesen einen Jedi-Typen bekämpft haben. Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Vielleicht ist das ein Planet aus dem ersten Teil, aber habe ich schon wieder vergessen, ne? Oder vielleicht ist es ein neuer Planet, ich weiß es nicht, ne? Also, wo seid ihr? Ich will mit euch reden. Da seid ihr. Pff. Schon raus, ey. Solltest du nicht aufbrechen, Kerl? Ich wollte nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine Hände. Das ist wie so ein Star Trek-Charakter. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Oh, das ist gruselig. Das ist wie so ein Star Trek-Charakter. Die haben ja auch immer so komische Anzüge an. Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease, okay. Hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleider. Zum Beispiel Pflanzen. So, cool, wir haben einen neuen Planeten zu erkunden. Ich freue mich. Mir macht das Spiel extrem Spaß. Also, wenn ich jetzt nicht hier hingegangen wäre, wäre ich auf Kobo weitergerannt. Und eigentlich ist mir vollkommen egal, was ich mache. Hauptsache, ich mache irgendwas, ne? Ich entdecke irgendwas Neues. Ich finde irgendwas Neues. Ich kämpfe gegen irgendwas Neues, ne? Mir ist eigentlich vollkommen egal, was man hier, was wir hier machen in diesem Spiel. Das Spiel macht so eben dieses open-worldische Erkunden. Das war komisch. Dieses Open-World-Erkunden. In einem Star Wars Spiel, ich finde das einfach klasse. Aber jetzt, wo wir einen neuen Planeten haben, ne, können wir uns noch ein bisschen mehr austoben. Ich habe 100% von diesen Ort schon erkundet. Da sehe ich schon eine Abkürzung irgendwo. Aber weiß nicht wo. Na gut, ja, natürlich war sie. Der Treffpunkt liegt vor uns. Immer so schön herauszufinden, so hier konnte ich zum Beispiel nicht hoch, ne? Ah, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, hier sind so Felsen zum Hochklettern, ne? Die Abhänge. Ich muss immer so direkt irgendwie sofort sehen, so da komme ich nicht weiter, was mache ich denn jetzt? Oh, ich mache das hier, ne? Immer dieses Herausfinden, so was man machen muss. Da hier zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel hier hochklettern, ich dachte, ich kann so einen Wandsprung machen. Ah, guck mal hier, da kannst du ja so hier im Wandlauf machen, ne? Weißt du, immer dieses Herausfinden, was man so als nächstes machen muss. Ich finde das voll interessant. Ah, die sind relativ easy gewesen. Ja, macht schon Spaß. Kannst mal nicht sagen, ne? Dieses ständige Herausfinden, so, wie komme ich denn jetzt hier an diesen Ort weiter? Was muss ich denn jetzt machen und so, ne? Immer so herausfinden, so. Wie so ein kleines Kind. Ich bin wie so ein kleines Kind, ja. Ich laufe durch die Gegend, finde jedes Mal was Neues heraus. Ich finde das schön. Spiel macht richtig Spaß. Muss vorsichtig sein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Spiel irgendwie schlecht angekommen ist, dass es irgendwie rausgekommen ist, weil es irgendwie voll mit Bugs und so war. Ne, das. Das ist halt, was ich so gehört habe, nämlich irgendwie das Spiel irgendwie, als es rausgekommen ist, noch voll mit Bugs war und irgendwie unspielbar war, kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ich meine, ich habe es natürlich ein paar Wochen später so angefangen zu spielen, ne? Monate, glaube ich sogar, ne? Hier muss ich hoch. Für mich ist das irgendwie gar nicht vorstellbar, dass das irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie kaputt war oder so, ne? Ja, diesmal mache ich einen Doppelsprung. So, das war bestimmt eine Abkürzung, ne? So, jetzt habe ich das hier, jetzt habe ich eine Abkürzung hergestellt, ne? Jetzt muss ich nie wieder hier hochklettern, weil ich jetzt eine Abkürzung geschaffen habe, ne? Und das jetzt voll einfach ist, ne? Du hast immer so einen kleinen Tropfen von.
Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Da ist immer dieses Erfolgsgefühl. Alles, was du hier machst in diesem Spiel, ist so ein kleines Erfolgsgefühl irgendwie so. Jeder Meditationspunkt, den du erreichst, oh, ich habe jetzt einen Checkpoint erreicht, mehr oder weniger. Oh, ich habe eine Dingens hier, eine Abkürzung geschaffen. Das heißt, ich kann jetzt hier viel schneller durch die Gegend rennen, ne? Das ist schön, ich finde das gut. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Was auf den Sand? Oh, da ist was. Da erinnert mich. Okay, ich muss natürlich überprüfen, ne? Ja, da muss ich so schnell mich töten, oder? Sieht aus wie Glückchen. Eine Gebetsmühle. Cool, dafür habe ich mein Leben riskiert. So. Wie komme ich jetzt nochmal zurück, ne, ohne zu sterben? Ich glaube, ich bin tot. Okay. Das erinnert mich irgendwie an so eine Mission aus Jedi Knight. Jedi Knight 3. Da gab es auch irgendwie so eine Mission, wo du irgendwie hier so... Oh. Da war irgendwie, weil ich... Du bist irgendwie Crash gelandet irgendwie. Habe ich Jedi Knight 2 gesagt? Ich meinte Jedi Knight 3. Habe ich das Ding jetzt zusammen nach einer Zeit? Und ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Obwohl, ja. So. Hier darf ich auch nicht runter. Da gab es nämlich auch so eine Mission, wo du irgendwie ja so Crash gelandet bist irgendwo. Oh Mann. Oh, cool. Okay, ich bin aber nicht ganz Game Over. Cool. Wo da bist du irgendwie Crash gelandet mit dem Raumschiff. Das ist, glaube ich, irgendwie so Teile einsammeln. Hallo. Muss es, glaube ich, irgendwie so Teile einsammeln von deinem Schiff und da konntest du auch nicht irgendwie den Sand berühren, aber auch so ein sandiger Planet, ne? Und da konntest du auch nicht irgendwie deine. Sobald du den Sand berührst, dann kam irgendwie so ein Wurm oder so, der irgendwie dich angegriffen hat. Oh mein Gott, mach mal einen Plan. Willst du mir mal WD? Schlecht. Ich hätte lieber erst gegen so ein paar Sturmtruppler gekämpft. Sitterbahn. Da ist wie so ein Mini-Rancor gerade, als ich das vom Weiten gesehen habe. Okay. Cool. Deswegen bin ich hier reingegangen. Das wollen wir noch mal sehen. Ne? Ich bin eigentlich nur reingegangen, weil hier kein Sand war. Verdammt. Irgendwie ist ja nichts. Wenn mir habe ich das Gefühl, ich hätte mich irgendwie an das Ding vorbeischleichen sollen oder so, ne? Weil hier sieht es irgendwie so aus, als könnte man irgendwie so durchklettern irgendwie. Aber ich habe natürlich wieder den schwierigen Weg genommen, ne? Aber wahrscheinlich irgendwie so eine Bestrafung, so, oh, du musst jetzt da hochklettern, aber wenn du da runterfällst, ne? Boah. Dann geht's ja an den Kragen. So, dann weiß ich aber immer noch nicht, wo ich hin muss jetzt. Gehen wir mal dahin, wo die Sturmtruppler sind. R1. Okay. Stand schon immer unten rechts R1, ja, ne? Da komme ich auch nicht hin. Okay, cool. So, kann ich da rumlaufen, ohne getötet zu werden? Ich glaube nicht.
Kann ich? Okay. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht? Bin ich ja sicher? Boah, ich hasse Leute. Aus dem Weg! Aus dem Weg, alle reißen hinter mir her. Beim ersten Licht brechen wir das Lager ab. Wir haben kaum noch Wasser. Aber da haben die sich so ein bisschen abgeguckt hier von. Erreichen wir die Pilgerbrücke nie. So, ich habe gerade eine Schriftrolle eingesammelt. Was? Aber da haben sie sich doch voll abgeguckt hier von Jedi Knight 3. Wo du auch auf diesen. Diesen Schiffsfaktor überall warst, ne? Und. Und du musstest dann irgendwie hier. Ach, dann bin ich da unten gelandet, genau. Kreis, ne? Ja. Da musstest du. Ich glaube, irgendwie so ein paar Teile sammeln, irgendwie. Die überall verstreut waren, so Schiffsteile. Wenn er irgendwie in Sand berührt hast, dann kam irgendwie so ein Monster aus dem Boden. Und hat dich gefressen. Wenn du nicht schnell genug irgendwie weg warst. Fernglas. So, jetzt bin ich aber. Ich habe nicht gerade gefühlt, dass ich hier hin sollte. Oh, warte. Gott. Oh Gott. Oh. Erreiche ich das? Oh. So, mal hier den ganzen Weg jetzt noch mal zurück. Boah. Ist wahrscheinlich noch nicht mal das, was ich machen muss, ne? Sieht mir zu kryptisch aus irgendwie. Na, mal gucken. So, noch mal. Also so oder so hätte ich dann gegen das Viech kämpfen müssen, ne? Irgendwann hätte ich das Viech erreicht. So. Ich glaube, das ist das Einzige, das sieht mir aber so. Ich sollte vielleicht versuchen, an diese Dinger mich hier festzuhalten, ne? Okay. Das erreiche ich doch gar nicht, oder? Doch, wohl. Ja. Sehen wir uns das mal an. Oh, das ist eine von diesen Illusionen, ne? Wo ich letztens irgendwie so runterrutschen musste irgendwo, ne? Jetzt zeig mal. Oh Gott. Gefällt mir jetzt schon nicht. Gegner mit den einen Schwertkampf, ja, okay, kein Problem. Und da macht, ne? Warte, super Kampfdruiden. Ah, cool. Ja, kann ich auch mal heilen. Ah. Oh, wie soll ich denn das alles machen? Das ist voll die unfaire Kombination, ey. Oh, sobald ich den Heilknopf. Sobald ich den Heilknopf drücke, ballern die auf mich, ey. Ich habe die ganze Zeit gewartet, ne? Sobald ich auf den Heilknopf drücke, ballern die wieder auf mich. Das gibt's nicht. Oh, so, was passiert denn jetzt? Das Echo ist nicht verklungen. Ich schätze, das hat nicht funktioniert. Ja, natürlich versuchen wir nochmal. So, Wanderer. Nein, ich wollte erstmal. Immer wechseln. Okay, solange ich hier so oft versuchen kann wie möglich, ne? Diese blöden Kampftruinen waren aber. Na, jetzt versuchen wir erstmal. Ah! Ich kann nicht so. Müssen wir auch mal eine Chance geben hier. Muss ich so heilen, ey, die fallen immer auf mich drauf. Ah.
Oh, das ist voll die unfaire Konstellation von Gegnern. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ah, wer gelacht, Mann. Boah. Wir haben Gewitter. Erstmal den hier. Jetzt muss ich auch noch laufen. Ich mache den gar keinen Schaden dadurch. Na, oh, ich. Ja, wie soll ich auf das alles reagieren können? Ich habe das Gefühl, wenn ich einmal schaffe, irgendwie die Rakete irgendwie auf die zurückzuschießen, hat irgendwie am funktioniert. Aber ich habe gerade Machtschub eingesetzt, ne? Aber die haben mich die ganze Zeit wieder. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Boah. Soll ich einfach auf die durch zu die Hirn rennen oder so? Ich glaube nicht, ne? Ah. Du wirst nicht entkommen. Ja. Ich bleibe im Hintergrund. Das ist so unfair, dass die so einen Schuss haben. Ah, ich bin tot. Hilf mir. Oh. Oh mein Gott. Boah, das ist doch mal gut. Boah, ich hab gerade geschossen, ne? Hör doch mal auf zu schießen. Oh mein Gott. Das ist doch voll unfair. Okay, mach mal ein andermal. Weil das ist ja voll Bullcrap. Meine Güte, ey. Ich denke, es ist immer noch aufgewühlt. Ey, ich kann ja gar nichts gegen machen, ey. So, ich weiß aber nicht, wo ich hin muss, jetzt, ganz ehrlich. Jetzt gar nicht, wo ich hin muss jetzt. Mir hat auf der Karte angezeigt wenigstens. Macht was, ja. Wohl er macht Schiss. Ja, dann ist aber auch voll. Wenn diese blöden Kampfdruiden nicht irgendwie so rote Raketen hätten, ne? So die einen die Abwehr durchbrechen, dann wäre voll einfacher. Ich kann ja nicht mal blocken, weil irgendwann kommen die ja mit diesen roten Schuss und dann buff, treffen mich trotzdem. Na, nehme ich mal, gehen wir mal da lang, ne? Ne, ich muss irgendwie noch stärker werden, irgendwie, keine Ahnung. Mehr Bonus haben oder so, ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. So, ich würde ein bisschen. Das ist eine Abkürzung. Ich will erstmal ein bisschen hier stärker werden, habe ich so ein Gefühl. Hey, was geht, na? Oder vielleicht brauche ich diese eine Fähigkeit hier. Ich glaube, für ein Schwert gibt es irgendwie so, hey, du kannst hier zwei Blasterschüsse irgendwie zurückschießen oder so, ne? Vielleicht brauche ich die Fähigkeit erstmal oder allgemein mehr AP oder was weiß ich nicht. Irgendwas, ich brauche irgendwas. Das mit dem Macht ist das unmöglich bis jetzt. Das ist viel zu übel. Irgendwie mehr Schaden mit meiner Macht oder so. Oh, so irgendwas brauche ich. Okay. So. Ich spiele auf jeden Großmeister übrigens, ne? Für einige Leute, die sich jetzt vielleicht wundern, so, oh, warum stirbt denn der so oft? Spielst du eigentlich voll einfach? Ich habe beim ersten Versuch geschafft, ne? Ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist ganz schön schwierig. Manchmal. An einigen Stellen. So. Oh, warte, kann ich da ziehen? Ah.
Meine Macht. Ich kann mit meiner Macht die Umgebung hier beeinflussen. Ich habe es vergessen. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass das Ding irgendwie hier so bläulich war. Ne? Also ich habe gesehen, dass das bläulich war, aber war sehr, sehr. Machen wir zu. Ich habe eine Idee. Na. Ah. Ist bestimmt nicht möglich, aber ich will es trotzdem versuchen. Ah, was soll's. Kann ich bestimmt irgendwann so doof laufen, ne? Muss ich meine Ideen an, ne? Ja. Warte mal, irgendwie kann ich doch hier im Fernglas einsetzen, ne? Ich jetzt müsste wie, ne? Hier. Wie kann ich damit zoomen? Mal hier. Sturmtruppler. Cool. Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Sie werden vor uns bei Sphere's Eskorte sein. Oh, ich finde halt gut, wenn Gegner irgendwie sich untereinander kloppen. Oh mein Gott! Oh wow, das ist weit geflogen. Warte, mein Schwert. Hier geblieben. Oh, ja, ich pack mein anderes Schwert weg, wenn ich dich erledige. Ah. Okay, cool. Erfahrung? Ne, okay. Ich nehme an, weil die irgendwie den meisten Schaden gemacht haben, krieg ich keine oder was? Oh, wo laufe ich hier gerade hin? Was zum? Oh. Kollege. Ich sehe ihn. Ah. Ah. Ah, was? Oh. Ja. Okay, einfach so random einmal gestorben. Ah, oh, Mann. Boah, ich hoffe, ich kann ich irgendwann mal erledigen, damit das nicht hier mir auf die Nerven geht die ganze Zeit. Geht bestimmt, ne? So, nun. Ist ein bisschen ungenau, wo man hier so ein bisschen unklar, wo man hier die meiste Zeit hin muss, habe ich so das Gefühl. Sag für ich gehe keine offiziellen Wege irgendwie. Ah, oh, cool. Ich rutsch da runter, was? Was will das Spiel von mir? Ja, da rutscht da auch runter, ne? Ja, überall rutscht hier runter. Warum? Hier runter? Nö. Da. Ja, da habe ich schon gesehen, dass da irgendwas ist, ne? Aber. Ja, wie soll ich denn darauf kommen? Das ist doch nicht mal hier so aus meiner Perspektive. Doch, ist es wohl. Was zum. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Na, das soll ja eine Verfolgungsjagd sein. Tut mir leid, aber hier. Soll ich dich jetzt erledigen?
Gott. Aus dem Weg. Oh, entschuldige, was? Oh nein, geh mir weg. Wir müssen bestimmt wieder so einen One-Shot-Angriff. Nee, hier. Oh, warte mal, was ist nochmal der... Ich mach mal nochmal den einen Angriff. Ja, komm her. Stimmt, ich habe ja diesen... Damit kann man Nahkampfangriffe kontern, glaube ich, ne? Und Fernkampfangriffe, glaube ich. Aha. Ey, was? Ich wollte eigentlich rennen. Okay. Wir schleppen uns hier so ein bisschen durch die Gegend. Aber ist in Ordnung. Ich kann gar nicht nach oben. Lass mal sehen. Was hast du da gefunden, Kumpel? Wir sind aber noch nicht auf unserer Erfahrungspunkte hier verloren. Da kann ich von Kobo nicht so sagen. Ich habe einige miese Momente. So, hey, ich habe deine. Du hast deine Erfahrungspunkte verloren. Da tut mir leid, du kriegst sie nicht wieder. Da müssen wir hin. Also, so weit ist bis jetzt hier noch nicht passiert. Ich bin auch gar nicht so oft Game Over gegangen, außer jetzt hier in dieser Prüfung. Meins. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Ich bin aber echt ein Obdachloser, ne? Ich nehme einfach alles mit, was ich hier finde, ne? Abgezogen. Ja, echt jeden Mist mit, den ich. Ach Mann. Oh, der hat einen Flammenwerfer. Ihr seid doch neu, oder? Ne? Okay. Ja, ich war voll mich irgendwie darauf konzentriert, irgendwie die Summe von hinten zu erledigen. Und dann kam die näher und dann hat die einen Flammenwerfer und da fand ich nicht so gut. Ja, was passiert, wenn ich einen Jedi treffe? Ne? Jedi sind ganz schön stark und Speeder, cool. Was sollen wir denn dann mit schön machen? Oh. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Was ist das denn? Ein Jedi? Achso, boah. Leute. Ich habe gehört, Jedi sind berüchtigte Krieger. Wenn ihr einem begegnet, müsst ihr auf die Hut sein. Warte mal, ich glaube, da oben ist einer. Halten wir einen Moment an. Oh mein Gott. Okay. Der war schon wieder. Der war gut. Der hat mir gefallen. Okay, ja, wollte schon sagen. Okay, ich muss mir nur so. Ah! Was? Wer bist du denn? Bist du ein Verwandter von Boba Fett? Baba Fett? Oh. Ah, nimm das. Oh, ich dachte, ich habe jetzt einen Bosskampf mit dem oder so. Ja, du musst mich auch schon treffen, Kollege. So, jetzt kommt hier. Da kommt der. Man muss ja gedrückt halten. So, zum Glück hat er gerade eine Dings geworfen. So, ich gehe da rein. Da bist du sicher? Oh, guck mal. Da ist die eine Kollegin. Oder? Boah. Was geht?
Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Den ich weiß habe? Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt auch. Hi. Versuch, Schritt zu halten, Jedi. Oh, R1. Ein Detonator! Mach was. Okay, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es war gut, glaube ich. Ja, schieß auf den Typen, der die Sachen reflektieren kann. Oh, jetzt komme ich und mach den ja. Yay, Fähigkeitspunkte halten. Kerl, die Wand. Oh nein. Mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Ah, du. Gib mir ein Ziel. Positiver Aufprall. Schaffen wir ihn? Da sind zwei. Aber wenn das Schwert zurückkommt, ist er bei den anderen Kampfstieren auch so. So, BD, kümmere dich um den. Geh mal auf den los hier. Feind weit Angriffen aus. Dann runz, ja. Haha. Das werden sie nur. Auf ihn, Leute! Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Ja. Ich habe zwei Schwerter. Ich meine, im ersten Teil hatte ich auch zwei Schwerter, aber. Jetzt bin ich besser damit, nehme ich an. Cool. Hatte sie nicht weiße Haare im ersten Teil? Ich weiß ja gar nicht. Siehst du was Brauchbares? Okay. Ja, sie scheint ein bisschen mehr Charakter jetzt zu haben. Siehst du was zum Festmachen? Sie war noch irgendwie so ein bisschen emotionslos im ersten Teil, glaube ich. So, hier. Wie ist das? Ja, ich tue auch gerne Abenteuer an. Und so. Ich habe auch gerne so ein Abenteuer. Juhu. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxis, Kerl. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Ist das der Planet? Vielleicht kann jemand in Seers Basis. Von wo sie herkommt? Ist das der Planet? Ich kann mir halt schon wieder nicht irgendwie erinnern. Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen. Ich guck doch noch. Ja, dann speichert er runter und dann. Hui! Oh. Hui! Oh. Wir sollten uns beeilen, Herr. Ein Sturm zieht auf. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ach, da oben, alles klar. Da verschwindet einfach. Ups. Ich habe ein bisschen Zivilisation gerade erledigt. Yay, kann ich sie in diesen einen Ding mitnehmen, in diesem Machtriss? Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Das habe ich schon versucht, funktioniert nicht. Cooles Teil. Die Imperialen werden es nicht kampflos aufgeben. Wenn sie meinen Speeder beschädigt haben, lehre ich sie das fürchten. Der Speeder gefällt dir wohl wirklich. Ja. Oh, ich liebe es, Sturmtruppler zuzuhören. Ah, verdammt. Bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nashada. Mein Plan war. Du gehst vor, Kerl. Ganz was Neues. Mein Plan war eigentlich, die alle darunter zu schubsen, als ich sie halt erstmal gesehen habe. Willkommen. Ich werde dich aufhalten. Kerl, Vorsicht! Das ist bestimmt.
Ah, oh, der hat mich noch einmal getroffen. Mehr kannst du nicht? Ich habe es vermisst, an deiner Seite zu kämpfen. Okay. Da habe ich auch Erfahrungspunkte bekommen. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Die sah aber nicht so aus im ersten Teil, ne? Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Ist hier die verrückte Einsiedlerin hier, die auf diesem Planeten lebt? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Sie auf jeden Fall verändert. Das Mädel. Einen etwas merkwürdigen Charakter gab im ersten Teil. Da, kannst du es sehen? Ja. Was genau macht die eigentlich da? Ah, ich verstehe es immer noch nicht. Hat sie die Sonne strahlen? Oh, hi. Kannst du mich nicht einfach irgendwie an die Hand nehmen und irgendwie mich mit teleportieren oder irgendwie so was? Sorge für wäre viel einfacher. Oh, guck mal da. Ja, da reicht doch nie im Leben, ne? Aber wir müssen es versuchen. Nein. Obwohl. Okay. Stimmt, bitte, Kumpel. Danke, Kumpel. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Wenn ich einmal so zurückspringen kann, ja, auf die gleiche Wand, ey. Das ging aber im ersten Teil nicht so, ne? Hier durch. Ich weiß noch, als ich mal in dieser einen Schlucht hier auf den ersten Planeten irgendwie versucht habe, irgendwie ganz da oben zu kommen. Erstmal und dann sogar geschafft habe. Du steckst doch nicht fest. Ganz ruhig. Obwohl man da, der Weg ist versperrt. Obwohl man irgendwie hier einen Doppelsprung oder so machen wollte. Okay, mal Idee. Safe Spucke. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte. Es ist okay, Kerl. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Ah, dann kann ich es nochmal umschmeißen. Alles klar. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Datomir. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. So ist der Planet. Okay, ja, es kommt alles wieder zurück. Es ist schon ein bisschen her, ich den ersten Teil gespielt habe. Okay. Und ja, ich komme mich dauernd hier um. Soll vielleicht mal öfter auf die Karte gucken, ne? Ja, 9% schon. Na, guck mal hier. Ah, ne, das war die Box, ne? Ja, ich meine, durch den ganzen Planeten hier nochmal durchscannen. So, oh, was habe ich verpasst und was nicht? Das mache ich nochmal. Irgendwann. Lass mich erstmal eben meditieren und oder Ding einsammeln und vielleicht mein Fähigkeitspunkt. Das ist auch neu, sehe ich gerade. So, Fähigkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch mal haben wollte. Ich glaube, ich wollte meine Macht noch mal erhöhen. Ne? 2. Ja, komm. Mal das. Erleuchtete Einstellung. So, jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich als nächstes level. Ah. Und weiter. Was war denn das hier? Die Kreatur ist fort, aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen? Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Oh. Wann immer du bereit bist. Das war wirklich ein schöner Speeder. Habe ich irgendwie verpasst, hier zu interagieren mit dir? Nein.
Muss wahrscheinlich von da irgendwie was sagen, ne? Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Okay. Ich will auch gucken, was hier unten noch ist, ne? Wahrscheinlich nichts, ne? Doch. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Einbahnstraße. Sears Basis? Hallo? Sagt mir ja schon wieder Sachen, die ich wahrscheinlich noch gar nicht wissen dürfte, ne? Haben die mit den Druiden auch immer gemacht, als ich diese Dinge eingesammelt habe, ne? So, oh, dieser Druide kann schön was damit anfangen, obwohl ich diese Funktion noch gar nicht freigeschaltet hatte. So, was soll ich hier machen? Oh. Hier schießen mir ein paar zu viele Leute. Komm, was weiß denn hier noch alles? Ich habe die falschen Waffen ausgesetzt. Pass auf, nicht, dass ich dich da unterschmeiße. Ja, ich stehe am besten hier. Weißt du, sie steht genau nach vorne, aber er geht trotzdem lieber auf sie. Also was hier? Ich vergaß, dass ich das kann. So. Hey. Okay, so geht's natürlich auch. Ach, guck mal, wie groß meine Macht jetzt schon ist, ey. Und wie viel Macht ich hab. Maren, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Machen wir es hier. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Das ist nicht der Weg zu Sears Basis. Ist mir egal. Ich will mir das nur schnell ansehen. Ich bleibe hier. Ich bin nur auf Versuch, was nach was zu essen, okay? Es ist viel passiert, okay, Maren? Ich kann nicht mehr zu meinem Leben zurück wie damals. Ich bin Frack. Der Krieg hat mich verändert. Ich habe eigentlich nur so als Witz gesagt, aber das stimmt, ist gar nicht mal so unwahr. Ne? Der Krieg hat Kell auf jeden Fall verändert. Ne? Er war zwar nicht daran beteiligt, mehr oder weniger, aber hat ihn definitiv verändert. Oh, ich will einen Fähigkeitspunkt. Cool. Ja. Du solltest öfter Umwege machen. Ich habe die gesamte Galaxis bereist. Erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Ha. Oh, hey. Okay. Ich hab dich. Au. Warte, ich bin nur ein Sturmtruppler. Halt. Mhm. Hallöchen, na? Ein Aufständischer! Mehr Wetter! Drei Treffer, du kriegst Probleme! Du. Oh nein, ich hoffe niemand tut irgendwie einen Vorteil aus dieser Position ziehen, in der ich mich gerade befinde. Ach nee, warte, jetzt bin ich hier. Ich wäre jetzt wahrscheinlich in den Weg gegangen, den ich sowieso hätte. Nicht sowieso vorbeigelaufen wäre. Hast du was gefunden? Halt ruhig. Na, erzähl mir was Neues. Hab. Wieso tue ich denn immer so von nach vorne springen? Weil... Mal gucken. Guck mal her. So jetzt natürlich auch. Ich wollte eigentlich hier meine Dings hier machen, ne?
Aber so geht es natürlich auch. Das ist wie ein Force Unleashed irgendwie. Na, sie macht sie. Das ist wie diese eine Szene, wo wir irgendwie gesehen haben, wo unser Meister hier irgendwie bei Order 66 hier in diesen einen Gang war und hier die ganzen Leute abgeschnetzelt hat, ne? Wenn wir irgendwie auf der anderen Seite waren und das beobachtet haben. Sie haben Angst vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperial. Hey, Libeldra. Sowas wie ein Hobby von mir. So nennt man da auch Libeldra aus dem Pokémon. Wüstengeister. Ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Das sieht aber aus, als könnte man wieder hochspringen. Wo gehe ich als nächstes hin? Da oder da? Okay. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Schatztruhe. Na komm schon, Keller, kannst du auch voll durchklettern. Okay. War es zu tief runter? Nein. Oh. Ganz ruhig, Kerl, ganz ruhig. Ich weiß, du bist hungrig. Ja, da ist die Truhe. Boah. Ich finde immer irgendwie so Sachen, in die ich so oder so irgendwann vorbei stolpern würde, ne? Undercut. Ja. Ja, ich habe mir meine Haare verändert. Was sagst du dazu? Cool, ne? Okay. So, hier unten, ne? Doch. Hazard. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Ups. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Er ist heutzutage selten in der Galaxis. Psst. War es cool? Oh Gott. Ist er schon nämlich verliebt? Okay, boah, jedes Mal, wenn sie sich so teleportiert, dann kriege ich voll einen Schreck. So, oh mein Gott, ein Gegner. Ja, ich will erstmal hier ein. Ich weiß nicht, wo der offizielle Weg ist. Gegner voraus. So. Sieh dir das an. Irgendwie ist ja nix. Okay. Doch. Ne. Nichts. Bin ich dann hier runtergegangen, wenn hier nichts ist. Halt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr habt mich alle Volk genannt. Ich weiß es. Oh, ich hab's gefunden. Jetzt habe ich, was auch immer das ist, Macht Essenz. Ja, noch mehr Macht. Noch mehr Macht. Boah, ich. Der Balken ist doch bestimmt schon viel größer als der aus dem ersten Teil, ne? Der Keller hat doch jetzt bestimmt einen viel größeren, ne? Als vorher. Ah.
Hilf mir bitte. Jetzt muss ich wieder. Komm ich jetzt hier hoch? So einfach. Haha. Deckung hoch. So, ich weiß ja nie, wo ich hin muss, ne? Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Sir vielleicht. BD, sieht er aus wie Cal? Hallo. Verdammt, was hat der Captain nochmal gesagt, was wir machen sollen? Nein, wo bist du hin? Und das, Leute, passiert, wenn man nicht auf seine Vorgesetzten hört. Haben die auch voll extra gemacht, so dieses komische Timing hier. Die sehen aus wie Jedi. Sir sagt, Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Ah, deswegen Jedha, Jedi. Jedi, Jedha. Untersuchen. Oh. Schon lange nicht mehr beim Teleportpunkt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Schon lange nicht mehr beim Meditationspunkt. Hier sterben muss ich eine ganze Menge ja machen. Da. Schon sagen, hier wird dann noch irgendwas sein. Pizza? Nein. Ja, neue Farben zum Herumexperimentieren. Ich weiß nicht, ob das für Lichtschwerter oder für BD ist. Manchmal. Oder für beide. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Entschuldige. Und da ist denn hier früher? Ich kletter immer noch gerne. Was ist denn das schon wieder? In the Iowa King. In the Iowa King. Iowa King. Okay, ja. Hank schon wieder. Boah. Ich bin halt in der Stimmung zu rutschen, okay. Du machst das immer, Hank. Boah. Ich wünschte, irgendjemand würde mal dafür sorgen, dass du damit aufhörst. Was zum... Oh, warte mal, ich kann nicht. Gern geschält. Gute Arbeit, Edi. Ich habe erst gedacht, der Typ wäre irgendwie in der Luft am Rutschen, aber dann habe ich gesehen, er hat einen Jetpack gehabt. Oh, da bringt mich bestimmt zurück zum Meditationspunkt, ne? Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Sirs Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Ich habe mal Schriftrollen für sie als Basis. Was? Gar nichts. Manch muss da lang, ne? Weiß ich nicht. Also was? Darum machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken. Erstmal gehe ich hier. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, dann führe mich jetzt zum Dings, ne? Upsala. Ah, aber dann kommen die ganzen Gegner wieder. Cool. Ich muss mich konzentrieren. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ne? Boom. Wir haben ein bisschen hier den neuen Planeten erkundet. Wir haben Marin getroffen. Ich habe 10 von 10 Sammelobjekten gefunden. Von 16% von Jedha erkundet. Okay. Ja, Kobo ist dann doch wohl der wahnsinnig größte Planet auf in diesem Spiel. Ich mit dir reden. Und was hältst du bisher von Jedha? Tödliche Kreaturen, ich hasse Sand. Truppen. Nicht gerade ein freundlicher Empfang. Es ist ein harter Ort, aber er wächst dir ans Herz. Wie Datumir? Ja.
Na gut. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge geht's weiter hier auf Jeddah, wo wir vielleicht Seer treffen. Keine Ahnung. Ne? Ein paar mehr Imperiale. Ne? Mal schauen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.